Einen schönen guten, meine Hexen, Zauberer und Magier. Ja, Harry Potter, es kamen doch schon einige Fragen auf von der Gemeinschaft und von mir natürlich auch. Ja, es ist immer noch, ich spiele es jetzt schon ein paar Tage, aber man findet immer das ein oder andere. Es ist alles wirklich, wirklich so komplex und manchmal wirklich versteckt. Die Frage, die ich ja auch selber hatte, war, wie nimmt man Freundschaftsanfragen an? Wie versendet man Freundschaftsanfragen? Weil Telegram war es gewesen in der Gruppe. Ich will eine Freundschaftsanfrage stellen. Wie geht das? Wie nimmst du an? Hier sind meine ID. Ja, ich habe es rausgefunden und das werde ich euch natürlich nicht verheimlichen. Und zwar, wenn ihr Freundschaftsanfragen annehmen solltet oder sind gekommen oder beziehungsweise ihr wollt welche versenden, dann braucht ihr hier einfach nur auf den Ranzen gehen, auf Info, da habt ihr euer Buch, da habt ihr erstmal eure ID. Die Nullen könnt ihr weglassen, wenn ihr versendet oder sowas oder eintragt, vergisst den Hashtag nicht. Und dann hier in meinem Fall halt 76508. Die Nummer, hier habt ihr daneben, habt ihr so zwei Blätter übereinander, da kopiert ihr das natürlich, könnt ihr das auch und eintragen. Und ja, wie versende ich das? Gut, dann geht ihr ein Tückchen weiter nach rechts, da seht ihr hier oben Ritterrüstung, würde ich mal fast sagen, so ein Helm da mit Zauberhut, mit so einem Plus dran, da klickt ihr drauf. Und dann könnt ihr hier oben nach Namen oder ID, dann könnt ihr die ID, hier steht ja schon den Hashtag plus die ID und dann könnt ihr auf Suchen klicken und dann werdet ihr denjenigen finden, wird euch angezeigt und könnt da eine Anfrage raussenden. Und hier habt ihr natürlich zufällige nochmal hier unten drunter, kenne ich nicht, aber die könnte man dann auch eine Freundschaftsanfrage versenden, braucht ihr nur auf den Plus nehmen und habt ihr schon versendet und ja, derjenige nimmt euch an oder nicht, je nachdem. Aber wie gesagt, man kennt diejenigen halt nicht. Aber Freunde kann man nie genug haben. Für diejenigen, die Halo spielen, wissen das ja auch. Man hat da an Gott und der Welt hat man Freunde. Und man kennt sich nicht persönlich, aber man hilft einander. Man ist auch angewiesen darauf, auf Freunde. So, dann haben wir hier die Anfragen. Im Moment habe ich keine. Und zwar sind das die Anfragen, die von draußen nach euch geht, wenn ihr sagt, hier ist meine ID, ihr könnt mich gerne adden, wird dann da angezeigt. So, das war soweit. Hier haben wir alles nochmal drin, das schlaue Büchlein. Wie gesagt, hier auf Ranzen, dann auf Info und dann seid ihr auch schon drinne. Ja, des Weiteren haben wir natürlich unsere Tagesaufträge und ich habe mich ein bisschen vertan. Am Anfang hatte ich doch recht und habe es dann widerrufen, aber doch, der Anfang immer war recht gewesen. Wir haben auch am Wochenende Schule. So, und zwar, wie kommen wir da hin? Und zwar klicken wir hier einmal, Moment, nochmal zum Zeigen, ich habe es jetzt so schnell gemacht, hier oben auf diese Landkarte mit dem Pfeil drinne. Klicken wir drauf. Und dann haben wir hier diese drei Bücher. Das ist unser Unterrichtsraum und da gehen wir mal kurz rein und dann können wir hier gucken, was es alles Schönes gibt. Muggelkunde, je nachdem. Und hier unten haben wir diese zwei Fäuste. Wenn ihr da drauf klickt, dann haben wir die Klassenzimmer. Da kommen wir auch in den Gesellschaftsraum rein, aber das nur nebenbei. So, wir gucken hier mal rein. Dann die Prüfungswochen in Hogwarts, noch 50 Tage, da könnt ihr Prüfungen ablegen, habe ich noch nicht gemacht. Werde ich auch demnächst machen. Und ja, hier haben wir dann halt, was es so gibt. Studium, Wahrsagen, Pflege magischer Geschöpfe. Dann gucken wir hier mal rein. Und dann habt ihr hier rechts, was ihr noch erlangen müsst, besteht mittelschwere Geschichten. Muss ich noch machen, das erste habe ich und dementsprechend steigt ihr auch ein Level hoch. So, wir wollen hier noch mal rein. Moment, wo waren wir denn hier? Jetzt haben wir, genau, das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Jetzt könnt ihr hier in den einzelnen Turmdingern reingehen
Getränke zum Beispiel, Klassenzimmer für Zaubergetränke, ist heute wahrscheinlich geschlossen, ne? Genau. Heute gibt es keinen Unterricht für Zauber. Auch nicht schlecht. Okay. Einmal Hogwarts hier und dann nehmen wir hier nochmal gucken. Heute ist natürlich Pflege magischer Geschöpfe. Habe ich die ganzen Tage drauf gewartet. Habe ich hier auch schon bestanden. Und wenn ihr hier drauf klickt, dann habt ihr nochmal eine Auftragsliste und da könnt ihr gucken, was noch zu machen ist. Mit den Haken habt ihr schon gemacht. Geschichte der Zauberei zum Beispiel fehlt uns noch eins. Muggelkunde, gibt's das? Ja, gibt es. Machen wir aber nochmal zurück. Ach nee, hätten wir da auch bleiben können. Ja, es ist alles ein bisschen verwegen. Wie gesagt, ich tue mich auch noch ein bisschen schwer. So, ein bisschen hin und her geklicke. Aber Wahrsagen, da war ich gestern bei gewesen. Gibt's auch noch. Ja, das ist natürlich schöne Fächer hier. Wie gesagt, findet selber noch mit raus. Ich tue mich da auch noch ein bisschen schwer, aber Pflege magischer Geschöpfe, zum Beispiel erziele Mittelschwere, können wir mal machen. Weil das heute dran ist, hatte ich ja gesagt, ich habe ein bisschen gewartet. Einfach auf den Fall klicken. Die Pflege, guck mal an. Da steht es dann verfügbar am Donnerstag und am Samstag. Okay. Das ist heute nicht dran. Ah, dann ist das so ein bisschen dunkel ausgegraut und hell ausgegraut. Das könnt ihr dann machen. Okay. Wo war denn das, was ich heute gemacht habe? Verteidigung dunkler Künste. Geschichte der Zauberei. Okay. Die Muggelkunde und Pflege magischer Geschöpfe waren noch nicht. So. Okay. Sehr schön. Wir können das ja mal kurz anspielen. Was hier ist, machen wir hier mal Muggelkunde. Das ist mal ganz witzig. Manchmal wusste ich da selber nicht. Erziehe Mittelschwere. Wollen wir mal gucken. Und dann tun wir das einmal besuchen. Dann warten wir. Oh, das ging aber schnell. Manchmal muss man auf Mitstreiter warten. Dann gucken wir. So, hier könnt ihr überspringen. Warten auf Mitspieler. Und wir warten ein bisschen. Manchmal ist das ein bisschen länger. Aber länger als 30 Sekunden habe ich nie gewartet. Je nachdem, was auch auf dem Server los ist. So. Ja. Besiegt das gegnerische Team. Und bereit. Dann kommt die erste Frage. Was ist eine Kontaktlinse? So. Und ihr könnt natürlich gucken, wenn ihr nicht genau wisst. Manchmal seht ihr dann schon die Antworten. Ihr kriegt zwar nicht alle Punktzahl, aber ihr könnt dann halt ein bisschen abschreiben. Von den Hexen von Salemstadt. Ja, das ist eine gute Frage. Was haben wir denn? Was hat er denn da hinten? Ah, scheiße. Kann ich leider nicht. Doch, nee, geraten. Hat man doch nicht gesehen. Ah, es wird schwieriger. Am Anfang ging es mit Abkühlen. Benutzen wir mein Getränk und Kühlschrank. Ja? Ach, unterwegs zu kühlen. Ja, man sollte vielleicht auch richtig lesen. Eine Kühlmanschette. Ja, okay. Reinigt automatisch schmutzige Teller. Ein Geschirrspüler. So, Frage Nummer 5. Es gibt insgesamt 10 Fragen immer. Der folgende Mangel hat einen Effekt. Die Magel wird einigermaßen nahezu vollständig getan. Ja. Also das ist noch relativ leicht, sage ich mal. So. Da war ich ziemlich langsam gewesen. Aber ich gucke hier auch im Monitor und dann auf dem Handy noch, damit ich das Richtige auch klicke. Springteufel. Ja, das ist nur. Was ist denn ein Springteufel, bitte? Dann machen wir mal. Tippen, raten wir mal zum Vergnügen. Okay.
Muggelbelustigung, okay. Was immer und Springteufel, das könnt ihr in meine Kommentare reinschreiben. Da benutzen wir die Füße für. So, und dann seht ihr hier oben links, wie viele Punkte wir schon haben. Frage Nummer 9. Oh Gott. Alter. Das wusste ich allerdings auch nicht. Das ist oben ist die Stromstärke, nee, Widerstand. Ah. Vertan. So. Haben wir erstmal einen Sieg, aber das hat ja nichts zu bedeuten, wenn wir einen Sieg haben. Da sind die Punkte, manchmal erlange 460 Punkte. Haben wir denn schon eins? Nee, wir haben noch Muggelkunde. Was hatten wir denn hier? Muggelkunde. Genau. Erziele ein Perfekt. Bestehe mit einem Ergebnis von mindestens 240. Das ist schwierig. Das ist verdammt schwierig. Ergebnis von 240, weil es ja maximal 25 Punkte hat. Also müssen wir jede Frage schnell beantworten, um das mit 240 zu erlangen. Also, das ist, es gibt viel zu tun, wie gesagt, aber macht voll Spaß. Wichtig, es gibt immer was zu entdecken. Dann waren natürlich hier nochmal die Fragen zum Deck. So, wir machen den Ranzen auf. Und dann haben wir hier unser Deck. Wie gesagt, drei Decks können wir machen und dann können wir eins noch dazu oder mehrere noch dazu kaufen. Welche Karten sind die besten? Es ist wirklich schwierig. Also ich bin da noch nicht so ganz, das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Ich bin da noch nicht ganz durchgestiegen. Ich sage mal, probiert aus, was euch am besten mit den Zauber, was am effektivsten ist. Einige Zauberer, Zaubersprüche werden natürlich auch vorgestellt. Wie gesagt, je höher die Stufe ist, desto besser. Was ich erfahren habe, levelt nicht alles auf. Levelt am besten die Karten auf, die ihr gut findet mit dem Zauberspruch, wo ihr am besten mit weiterkommt. Guckt euch denn zum Beispiel die Karten hier an, kann man draufklicken. Zum Beispiel hier dieses Einhorn habe ich hier oben. Kann man gucken, wie das ist. Und dann kostet natürlich auch Geld. Man muss die Karten haben und dann Geld bezahlen, um das aufzuleveln. Und guckt euch an, was die können. Steht hier alles drin. Wie ihr damit umgeht, was ihr da gebrauchen könnt. Es ist, wie gesagt, es ist eine Wissenschaft für sich. Es gibt kein Allheilmittel. Ich habe schon auf Facebook in den Gruppen habe ich schon gelesen, oh, das ist mein Deck und da habe ich richtig was reißen können und die anderen sagen, Alter, was ist das für ein Schrott? Und ich glaube, das ist individuell, wie jeder am besten mit irgendeinem Zauberspruch am besten klarkommt. Ein Tipp von mir, levelt nicht alles auf, levelt immer nur das auf, wo ihr am besten mit klarkommt. Das, denke ich mal, ist erstmal ratsam. Hinterher kann man immer noch mal so ein bisschen das ein oder andere sagen, oh, der gefällt mir auch noch gut. Das ist jetzt im Prinzip so mein Deck, wo ich mitspiele. Ganz zufrieden bin ich da auch noch nicht. Ich habe auch noch nicht alles. Aber ich denke mal, das eine oder andere ist nicht schlecht. So, dann haben wir natürlich hier zum Beispiel rechts, wie gesagt, nehme meinen Unterricht teil, habe ich ja heute schon, schließe ab. Da sind die ganzen Aufgaben nochmal. Dann haben wir hier die Tagesaufgaben. Jeden Tag was Neues. Das können wir nochmal durchzocken. Wie gesagt, hier machen wir heute mal so ein kleines Let's Play. So, ist, der Anfang ist immer dasselbe. Wir müssen hier mit der Professorin reden. Laber, laber. Die verschwundene Katze. Okay. Dann gucken wir mal, was wir machen. So. Hier können wir nochmal abgrasen. Jawohl. Gekriegt. So, dann haben wir. Schließe zwei Gartentausche ab. Mach ein Foto.
Und einem Kniesel. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir so einen Kniesel finden. Und dann machen wir da mal ein Foto von, ne? So, zack. Okay, dauert ein bisschen beim Laden. Ab und zu geht's schnell, manchmal nicht so. Guck mal, da haben wir einen Kniesel. Das heißt, Ranzen auf, Kamera raus und dann zoomen wir hier nochmal ein bisschen dran. Halt. Und dann machen wir ein Foto. So. Sehr schön. Hängen wir ans schwarze Brett dran. Einmal zum Posten. Okay. So, dann haben wir die erste Aufgabe auch schon gemeistert. So, was haben wir hier? Ach, hier müssen wir stehen und ein Foto machen. Okay, dann machen wir doch das mal so. Okay, da haben wir es doch. Genau, da müssen wir stehen, wo die Lichtsäule war. Mach ein Foto und dann haben wir hier unten natürlich so ein kleines Geschenkepaket und das holen wir uns natürlich ab. Was kriegen wir denn schön? Sehr nice. Sehr nice. So. Kartentausch ab. Ja, das mache ich mal später mit dem Kartentausch. Da muss ich mir noch überlegen, was ich da tausche. So, das waren die Tagesaufgaben jedenfalls gewesen. Was haben wir noch im Ranzen? Da blinkt was auf. Weiß ich jetzt auch nicht im Moment, aber wie gesagt, es ist ja wirklich alles hier komplex. So, ein Geheimraum. Können wir da denn schon was machen? Erfolge ansehen. Ne? Gucken wir uns doch mal die Erfolge an. So, was haben wir da schön? Magische Meisterung, 23%. Jawohl, duellieren. Ja, wir sind auf dem besten Wege zum Erfolg. Ja, es ist natürlich nicht von heute auf morgen gemacht, sondern es dauert natürlich. Das ist ja auch Sinn eines Spiels. So, das soll so ein kleines Let's Play für heute gewesen sein. Wie gesagt, die Informationen sind riesig. Wir begeben uns wieder ins Schlafzimmer. Und ja, wie gesagt, das soll es für heute gewesen sein. Findet selber noch so Sachen raus. Ihr könnt mir gerne anschreiben, falls ihr irgendwas noch Besonderes findet. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Viel Glück da draußen. Schönes Leben wie immer. Euer Jens.